Alles klar, Freunde. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Wir machen mal auf jeden Fall weiter. Wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Football-Chuck. Oh mein Gott. Wir hatten ein bisschen Probleme mit König Dedede. Haben wir dann noch ausnutzen können. Jetzt gegen Wario. Ah, der Gegner setzt auf Sprint angefangen. Alles klar, dann wisst ihr Bescheid. Huh? Okay. Soll er noch einsetzen? Komm. Warte. Genau, nice try. Oh, die wissen Bescheid, die lernen dazu. Bitte. Bitte. Okay. Okay, die wissen Bescheid auf jeden Fall, lass das ab. Keine Einsätze. Oh oh. Oh. Wow, wow, ja. Nein! Warum ist Marv so anfällig? Ich glaube, das liegt, glaube ich, an Evoli. Ich will nicht die Schuld an Evoli schieben, aber danach nehmen wir mal wieder Teddy. Also auf jeden Fall, diese Geister, die spielen, glaube ich, diese Geister beeinflussen einfach so deine Stärke, auf jeden Fall. Das merke ich. Jetzt die Sache, kann man Geister auch so separat leveln? Oh. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Wir nehmen mal Teddy wieder. Dann haben wir den Vergleich. Geist, genau. Evoli, sorry. Aber wir nehmen mal Teddy. Der hat aber leider nur eins. Egal, was soll's. Let's go. Ah, wir hätten vielleicht auch das Blaue nehmen können. Hat einen Typenvorteil. Was war das? Das war doch keine Banane! Bam! Du auch! Du von oben und zack! Oh, der weiß! Nein, 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 chill, chill, chill. Nein! Jungs, fahr einfach in die falsche Richtung. Aber gut, die haben noch gewonnen. Ja, siehst du, diese Items machen schon was aus. Meine Frage ist jetzt aber quasi, ob man diese Items separat leveln kann. Also muss man die unbedingt im Kampf haben, um mit denen leveln zu können. Verstehst du, was ich meine? Ey, dieser Modus ist... Ich habe richtig Spaß an dem Modus, um ehrlich zu sein. Auch wenn man quasi nur von Ort zu Ort geht. Porente, das ist eine Schatzkarte. Oder ist wieder ein Gegner? Wieder jemanden, den wir befreien. What? Drei Sterne. Geh mal zu Porenta. Porenta! Porenta! Lass mal an. Porenta ist. Okay, rot. Angriff. Lass mal anpassen. Komm, lass mal anpassen. Lass mal ein bisschen so demnach spielen. Und dann nehmen wir mal das hier, weil da haben wir Vorteil. Genau. Oh, wir haben aber leider keine Plätze bei ihm. Sei es drum, wir haben Vorteil. Mal gucken, ob das was bringt. Stark was bringt. Genau. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Der Gegner startet mit Lipsticks, okay? Danke. So. Oh. Dieser Falco, was macht der? Bring, bring, bling, bling, bling. Keiner weiß. Haben wir da irgendein Item bekommen oder so? Ich weiß gar nicht. Geil. Richtig geil.
Okay, haben wir jetzt da was freigeschaltet? Nice, okay, sehr schön. Oh! Was? Okay, schau, ich will erstmal eins nach dem anderen machen. Jetzt lass uns erstmal. Ja, lass es erstmal hier runter. Gegen Alf. Oh, ich glaube, gegen Brittany ist schwer. 9600er Geist hat die. Ich glaube, gegen die ist schwer, Freunde. Wir machen Rückzug. Wir machen erstmal hier weiter. Oh, der hat einen Vorteil gegen uns. Nicht, wenn wir Teddy nehmen. Anpassen, genau. Wir nehmen Teddy. Einfach Teddy, keiner weiß. 1698 hat er jetzt. Okay, wir nehmen Teddy auf jeden Fall. Ah, die hat aber zwei Slots. Charlotte, lass mal Charlotte. Bis Team speichern, Team laden. Ah, okay. Ihr merkt, ich bin auch blind rein. Ich bin einfach noch blind rein in das Spiel. Aber ich finde es nicht schlimm. Wir lernen einfach, Freunde. Und falls ihr natürlich was wisst, gerne in die Kommentare. Und dann, ja, wachsen wir gemeinsam an der Schule. So, was mit dem Gegner? Ich habe jetzt nicht gelesen. Es, Freunde, es. Grill haben wir bekommen, okay, nice. Level 7 ist unsere. Angst auch bei Amon im Duell und Artis haben beide gleich. Oh, Bidet, ciao. Okay. Psychiflux. Shiggy! Gold Shiggy? Außer aus dem Match auf Zeit. Sie gehen hat, ist der Gegner versucht, Abstand zu halten. Shuggle! Ja, Shuggle. Let's go, dafür haben wir Kill bekommen, nehmen wir die mal. Lipstick, Kraftbeginn mit Lipstick. Mach mal, warum nicht? Warum nicht, auf jeden Fall. Oh, Gold Shiggy einfach. Bereit? Los. Ja, oh, Gold! Picks, oh, Damage over time, komm her. Shuttle! Okay, korrekt. Klebeschutz macht immun gegen Klebeböden. Okay. Ich finde das geil mit dem System. Ich finde das geil. Muss ich ehrlich sein. Es ist nie verkehrt, ein Team zusammenzustellen, das dem Gegner überlegen ist. Gewinnst du jedoch mit einem schwächeren Team, fällt die Belohnung umso höher aus. Ah, okay. Um dir automatisch ein passendes Geisterteam für deinen Kampf zusammenzustellen, musst du nur den Y-Knopf drücken. Ah, automatische Wahl, okay. Probier mal die Autowahl, let's go. Warum nicht? Probier mal die Autobahn. Aber wo können wir jetzt hin? Runter? Ja, runter können wir auch. Ah, ach so. Ah, verstehe. Wir haben mit sie geskippt quasi. Was bekommen wir hier? 10 Lernjuwelen. Okay, sehr schön. Da geht's zu. Hm? Hindernisse, die den Weg versperren, lassen sich überwinden. Dazu benutzt du bloß die Hilfe bestimmter Geister, die sich des Problems annehmen. Interessant. Du siehst Pilze, die dir als Brücke dienen können. Vielleicht kann sie ein Magiekundiger wachsen lassen. Heißt das, ich habe noch niemanden? Wahrscheinlich habe ich noch nicht so einen Geist. Es sei denn, man muss ihn equippen. Hm. Magiekundiger. Diese Grill sieht doch so danach aus. Muss ich sie equippen? Warte mal. Wen habe ich jetzt gerade? Stärken. Was? Ne. Gruppe? Geister hier. Ich habe doch Grill equipped. Ja. Okay. Kommen wir da noch nicht durch, oder wie? So, warte mal. Jetzt sollte ich Y drücken. Das Auto war, oder wie? Oh, das ist schon die beste Wahl quasi. Naja, versucht es einfach mal. Brittany. Pilze. Ha. Ja, komm, kämpfe einfach mal. Huh? Oh. Was? Itemflug. Was? Wie stark? Dieser Alf. Bereit? Ja, ich bin bereit. Lass mal den Match overtime gehen, komm.
Achso, ich hab einen Pikmin. Ah ja, natürlich. Oh mein Gott. Nein! Was? Nein! Wie? Was? Hey, warte mal. Die drei schnellsten Läufer, Platz 1, 1, was, was, was? Der macht zu viel Schaden, ey. Der macht zu viel Schaden. Der macht, ich glaube, unsere, ich glaube, meine Geister sind einfach zu schwach für den. Warum macht so viel Schaden, sag mal? Die drei leichtesten Kämpfer sind, Platz 1 ist Pichu. Ey, was? Ich glaube, wir merken uns mal die Stelle. Master Blitz! So, warte mal, wo muss ich Y klicken? Wegen den Geistern. Wo war das mit der Automat? Hier oder was direkt? Ist jetzt verwendet? Nee. Filter aus. Ey, keiner weiß, ohne Spaß. Ich bin einfach blind, Freunde, sorry. Naja, whatever. Warte mal. Verrücken. Billy. Naja. Klebeboden! Warte mal, gegen Klebeboden hatten wir doch irgendwas. Der war's, genau. Okay, dann müssen wir aber was anderes nehmen. Wir müssen einen anderen Geist nehmen, was mir. Nee, falsch. Was mir zwei Plätze gibt. Evoli. Lass mal Evoli nehmen. Und jetzt nehmen wir genau das hier. Wegen dem Klebeboden. Let's go. Wario! Es geht, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft im Kampf. Okay, aber wir haben jetzt quasi etwas dagegen eigentlich. Olle. Aber guck mal, schaut euch mal den Boden an. Guck mal, das ist interessant, dass man es eben anpassen muss, ja, von Kampf zu Kampf. Aber das so, wenn irgendwas erscheint, es kurz aufleuchtet, das irritiert übel, finde ich. Oh ja, na gleich. Na klar hält er sich. Oh. Nein! Verlieren ja gerade nur. Was ist denn da los? Oh. Das hat mich gerade voll irritiert, Mann. Oh, das hat gereicht. Junge, raus mit dir! Gewonnen. Keiner weiß. Okay. Was für ein witziger Modus auf jeden Fall. Ah, da ist noch einer. Rabbit Kong.
Stärkere Armangriff für Gegner. Ah, Autoauswahl hier, jetzt. Ah, auf dem Bildschirm kann man das machen, okay. Oh, Alter, was geht? Sharingan! Donkey Kong mit. Alter, was mit dem? Wie ein Gesicht der aussieht! Sag mal, kommst du mir sofort, das Donkey Kong zu groß? Der ist leicht groß, keiner weiß, der kann alles. Guck mal. Bleib da hinten, Junge. Rabbit Kong, wie aggressiv. Level 13, nice. Okay. Rob ist auch übel witzig. Aber jetzt können wir wieder jemanden freischalten. Pac-Man! Pac-Man! Ich finde Pac-Man übertrieben witzig. Ich bin unbefreiter Kämpfer, aber alles klar. Gönn dir. Oh! Lol. Ja, eine falsche Richtung mal auf. Was? Was? Ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gesehen. Das war nichts. BD? Ja, da war nichts. Da war nichts. Ah. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Dieser Pac-Man, Alter. Nein! Was? Nein. Verzieh dich. Okay, jetzt haben wir Pac-Man freigeschaltet. Keiner weiß. Aber ich hoffe auch, by the way, dass ich dann die Spiele auch wirklich im ganzen Spiel habe. Aber ich denke schon, das sollte schon so sein. Das sollte schon so sein. Also nicht nur für den Modus. Ich hoffe, ich denke es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, was geht jetzt? Was ist das? Hä? Okay. Fire Emblem. Fire Emblem. Let's go. Melinda. Siege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Der Gegner heilt sich fortlaufend. Oh, okay. Oh, was ist denn zur Zeit? Was? Das ist Corin. Die heilen sich halt echt die ganze Zeit. Was? Alles klar. Alles klar. Genau das. Genau das.
Genau das. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich bin bereit. Sag mal. Kommt 1 gegen 1. Kommt 1 gegen 1. Was? Guck mal, wie Prozent ich schon hab. Nein. Oh je, oh je, oh je, ich sehe es schon kommen. Totale Eskalation. Keiner weiß, was ist denn hier los, Samal? Ja, yeah, ich bin bereit. Was? Wie, die hat eine Angelroute. Hast du dich veräppeln gehabt? Kleine Ratte! Sag mal, die heilen sich die ganze Zeit, doch voll unfair. Mach mal weg mit dieser scheiß Blume. Hä? So, habe ich einen falschen Weg genommen oder was ist hier los? Oder mache ich irgendwas falsch gerade? Keiner weiß. Bereit? Los! Nicht dein Ernst. Nee, nicht fortsetzen. War schön, hau rein. Ja, wahrscheinlich, ich habe mich verlaufen, tut mir leid. Wir sehen uns irgendwann später. Like, legit, was ist denn hier los? War schön, war schön. Was ist hier jetzt? 1-8. Keiner weiß. Massenweise Gegner am laufenden Band, besiege sie alle. Oh je, oh je, oh je. Kleines Mr. Game & Watch Team. Oh, oh. Hast du dich gerade veräppelt, sag mal. Ja, 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 ja. Ja, ja, genau das. Genau das, mhm. Alter, was geht jetzt? Ja, komm, ist doch ein Witz gerade, ey. Hör auf. Was, 7 Gegner sind noch? Ey, ich hab mich echt verlaufen. Oh. Nein. Laserschwert. Oh, was? Was geht mit dem? Nein, der hat jetzt Strat. Nein, nein, nein. Marv, was machst du? Nein, 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 nein. Nein. Hey, was ist das? Was ist das für ein Spiel?
Diese Game & Watch, Alter, die machen mich verrückt. Junge, ich hab so Angst vor denen. Ey, ohne Spaß. Was? Was? Ich check nicht durch, ey, sag mal. Ich check nicht durch. Oh, was haben wir da freigeschaltet jetzt? Let's go. Oh, wo geht's sein? Strange Love. Oh, gegen Bayonetta. Gegen Bayonetta. Bayonett. Was? Bereit? Los! Wow. Habt ihr Bayonetta gespielt? Ich hab's noch nie gespielt. Kumpel hat es von mir. Bei ihm hab ich's eigentlich ganz kurz gespielt, aber. Schon auf jeden Fall ein interessantes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Nein, nein, nein. Was ist das? Oh, dieser Rob, der wird komplett eskalieren. Oh mein Gott. Was? Also, das Spiel ist echt was Setrennen, muss ich sagen. Das ist übel witzig, um echt zu sein. Road Casket. 3700. Wir haben nur 1258. Was? Muss auf jeden Fall mal schlau machen wegen den ganzen Sachen hier. Ein pures Smash gibt den besten Gewinner. Oh, okay. Gegen wie viele? Ich gegen zwei natürlich. Nein, nein, nein. Wo bin ich? Was? Versteht das jemand, was hier abgeht? Wie witzig. Bereit? Los! Nein, 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 nein! Wow, was? Wo bin ich? Nein, die hat mich gefangen. Raus mit dir. Nein. Nein, 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 oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich bin ja raus mit dir. Freunde, was ist denn hier los? Lass es hier bei diesem Part auch Schluss machen, würde ich sagen, nach diesem Kampf. Und ich muss mal echt abchecken, was hier so abgibt mit den ganzen Sachen. Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wie diesen. Also ich denke schon, dass die Geister auf jeden Fall, also unsere eigenen Geister auch ein gutes Level brauchen, damit wir überhaupt hier was zu melden haben. Ist das, was ich meine? Oh, Ricky, okay, okay. Und außerhalb davon, mich würde echt interessieren, ob ich die Geister auch leveln kann, also trainieren kann, ohne dass ich mit denen spielen kann. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Dass ich die nicht quasi anziehen muss und damit nicht spielen kann, sondern dass ich sie so separat leveln kann. Freunde, was ist das? Ein neuer Herausforderer tritt ein. Ich habe gerade ausgeschaltet, da kam ein neuer Herausforderer tritt, kommt. Wollen wir auf jeden Fall mal dappen hier, EK Fire. Also geil, schaut mal, nach dem Story-Modus kommen auch hier weitere Charaktere. Krass, okay. Ness will gegen uns kämpfen. Jetzt haben wir Ness freigeschaltet. Ich hab gerade weggemacht, Freunde. Auf einmal kam eine neue Herausforderung, will sich dappen oder was auch immer. Ah, okay, guck mal, hier Meilensteine, ein paar Meilensteine freigeschaltet. Geister haben wir halt und so und so fort. Okay, das ist, nachdem ich raus bin aus dem Story-Modus. Jetzt will ich mal ganz
Zum ersten Mal Abenteuer gespielt. Ah, okay, okay. Jetzt will ich ein Abenteuer, Geisttafel, Deck und so bla bla. Jetzt will ich ganz kurz gucken, ob ich die Charaktere auch habe, die wir von dem Geister, von dem Abenteuer. Von dem Abenteuer, ja, kannst du so machen. Von dem Abenteuer freigeschaltet. Hä? Wo sind. Lass mich doch einfach mal smashen hier. Habe ich keine Charaktere wählen, sondern. Haben wir. Komm, das muss man erst zuerst wählen. Ja, tatsächlich. Ja, sieht so aus. Pac-Man und so. Die paar waren schon von Anfang an dabei. Kirby haben wir freigeschaltet. Pac-Man, Marv und Ness ist am Ende. Okay, alles klar, Freunde. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Danke fürs Zusehen. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.